Hier spricht Bernhard Parkmann, Betreiber vom Blog Agrar, und ich möchte gleich ein paar Audiodateien veröffentlichen, online stellen, auf denen zum einen Klaus Gehring zu hören ist, der Komplementär der Schwarzgruppe. Schwarzgruppe, dazu gehören Lidl und Kaufland. Und er ist in einem Gespräch mit dem Landwirt Eugen Hagen, der Anführer der Blockadeaktionen in Kloppenburg gewesen ist, wo viele Bauern mit ihren Schleppern ein Lidl-Zentrallager tagelang blockiert haben. Diese Blockade wurde dann am Ende nach diesem Gespräch mit Klaus Gehring beendet. Heute ist der 2. Dezember, beendet wurde die gestern Abend am 1. Dezember. Ja, und jetzt sage ich, hört gut zu, der Ton ist über WhatsApp verschickt worden, nicht immer leicht zu verstehen, aber ich versuche es so gut hinzukriegen, wie es nur geht. Wie ich den aktuellen Stand auch weiß, gar nichts. Wir haben jetzt einmal die Landwirte hier so ein bisschen versammelt vor dem Polizeiauto mit einem Lautsprecher und dann können wir mal miteinander schnacken. Wir sind ja alles, ich sag mal, ganz normale Landwirte und ja. Können wir mal miteinander schnacken? Ja. Ich rufe jetzt nicht an. Dass die da jetzt unsere Lager blockieren. Ja. Nur damit ihr wisst, um wen es sich geht. Ich bin hier nicht Geschäftsführer, sondern ich bin Chef der Unternehmensgruppe Schwarz. Und bin auch für Kaufland und liege zuständig unter anderem. Ja. So, ich habe Verständnis für eure Situation. Ja, ja. Von der Seite her will ich nur um eins bitten. Ja, wenn wir ernst genommen werden wollen, dann geht es nicht darum, dass da jetzt nur mit Lidl rumgeht, weil Lidl ist der Letzte. Wenn heute gesetzliche Auflagen da sind, dann werden wir die als Lidl auch und als Unternehmensgruppe auch voll erfüllen. Ja, ich habe auch mit der Ministerin heute nochmal telefoniert. Ja, und habe ihr auch dann nochmal deutlich gesagt, dass ich mich dafür einsetze, dass diese Wirrwarr von Gesetzen, die momentan unterwegs sind, dass wir die vielleicht mal ein bisschen anders strukturieren. Ja, ja, genau. Ich sag mal, wir sind ja... Frau Merkel heute, ja, und mit Steinmeier, die wollen sich dieses Thema annehmen. Ja, und meine Bitte ist eins, ich will nochmal deutlich machen, dass wir nicht der Marktführer sind. Nein, wir wollen auch erstmal, glaube ich, erstmal sagen, dass wir größten Respekt vor Ihnen haben. Sie sind ein, glaube ich, sehr, 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 oder das weiß ich, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Das kann man ohne Frage. Aber nichtsdestotrotz sind wir hierher gekommen als Landwirte und wir fühlen uns so ein bisschen, ich sag's mal einfach ganz salopp und ganz deutlich, wir fühlen uns ein bisschen verarscht. Es kann nicht sein, dass Lidl, so wie es die Zeitungen berichten, in den letzten 9 Monaten 11 Milliarden Euro mehr Umsatz macht, in den letzten 9 Monaten 11 Milliarden Euro mehr Umsatz machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch richtig. Gewinne müssen eingefahren werden. Und ich glaube, Neid ist die größte Anerkennung, die man sich erarbeiten kann. Ich glaube, das wissen viele hier von uns. Aber nichtsdestotrotz kann es nicht sein, dass die deutsche Landwirtschaft im Moment von der Politik und auch vom Lebensmitteleinzelhandel so an den, ich sag mal, oft an den Pranger gestellt wird. Es werden immer neue Gesetze vereinbart, was immer mehr Arbeit für die Landwirte im Büro und auch auf den Höfen bedeutet. Und keiner ist bereit, mehr Geld für deutsche produzierte Produkte zu bezahlen. Und das Problem, das liegt ganz klar beim Handel, ganz klar. Und wir sind alles Familienbetriebe, familiengeführte Betriebe. Wir können ja jetzt mal für unsere Region auf Südoldenburg. Wir sind eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region. Und ich habe bei vielen Tränen in den Augen gesehen, wo man hier mal miteinander gesprochen hat, dass die Leute stehen so an der Wand,
Das können Sie sich nicht vorstellen. Wir haben nichts dagegen, dass Lidl gute Gewinne einfährt, sollen die auch, ist alles in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass der Erzeuger bei diesem Geschäft einfach hinten runterfallen lassen. Also, das darf ich mal Folgendes dazu sagen. Wir machen keine Elfmilliarden. Ja, aber. Wir machen keine Elfmilliarden Gewinne. Ja. Nee, Umsatz. Das habe ich ganz klar gesagt. Ja, wir machen, aber das machen wir aus Mitteln. Ja, wir haben Resero, wir haben Firmen, wir haben Produktionen und. Im reinen Handelsgeschäft sind wir da weit davon entfernt. Das ist der Unternehmensgruppen, das ist der Unternehmensgruppen gesamtkonsolidierter Umsatz. Ja, der sich auf Seelenfaktoren. Ich kann eins nachvollziehen. Und da bin ich voll bei euch, wenn ich das so mal ein bisschen flapsig sagen darf. Ja, dass die Gesetzgebung jetzt mal gefragt ist, dass mal klare Gesetze kommt und nicht ein Zickzack und ständige Auflagen, die von keinem Menschen erfüllbar sind. Ja, oder nur ich sag mal, wenn ich mal für uns sprechen darf. Uns ist das scheißegal, ob wir jetzt bio, konventionell, ob wir jetzt 5 Schweine in der Bucht oder. Es muss vernünftig bezahlt werden und wir wollen keine Subvention haben, damit wir uns da ganz klar verstehen. Wir wollen kein Geld von der Politik. Der Verbraucher kann es bezahlen und will es auch, bloß der Standard, das ist meine Meinung, der muss höher werden. Und es kann nicht sein, dass die großen deutschen Lebensmitteleinzelhändler sich deformiert fühlen als ehrenwerte Handelsmänner hinstellen und uns hier gleich 3 Tage im Regen stehen lassen und keiner rührt sich. Nein, ich glaube, Sie müssen das muss ich einfach mal verstehen. Ich kann da nicht sein, die Öffentlichkeit. Ja, ich muss ja auch mich selber schützen. Also da habe ich ja meine Berater, wobei man nicht immer gut beraten wird. Das habe ich auch gehört, dass Sie Angst haben, hierher zu kommen wegen Morddrohungen oder sonst was. Das wurde mir zugetragen und da habe ich gesagt, das ist ja wohl, wir sind Landwirte. Und wir wollen am liebsten, also mir gefällt das ehrlich auch nicht, dass ich hier stehe. Ich brauche das nicht. Ich will am liebsten auf dem Hof und arbeiten. Nochmal, ich bin selber ein Bauernkind und auf dem Bauernhof groß geworden. Mein Vater musste seinen Hof verkaufen, weil er nicht davon leben konnte. Das ist ja schlimm genug, aber wir wollen nicht genug. Ja, ganz kurz nochmal eben zu dieser Geschichte. Sie haben das ja diesen Frühjahr, als bei Edeka das durch die Decke gegangen ist, da hat die Kanzlerin ja auch und Frau Klöckner hatten ja dann auch die Spitze vom LEH eingeladen und da war ja auch schon so ein Kanzlergipfel. Was ist danach bei uns angekommen? Gar nichts ist angekommen. Im Gegenteil, für uns die Erzeugerpreise sind seitdem, von Schweinefleisch brauchen wir gar nicht reden, bei Geflügelfleisch genau das gleiche und die Kosten, unter denen wir produzieren, gehen durch die Decke. Was hat uns dieser Gipfel gebracht? Gar nichts bis jetzt. Ich meine, die Stimmung sagt, wir können nicht locker lassen. Ja, jetzt müssen wir halt uns nochmal zusammensetzen. Wir können nicht locker lassen, habe ich gesagt. Welche Möglichkeiten es gibt. Das Problem ist einfach, dass jedes Land, ja, egal wo wir unterwegs sind, in welchem Land, jedes Land achtet darauf, dass seine Produkte verkauft werden. Und damit geht der Export sukzessive zurück. Das ist so. Nochmal etwas Organisatorisches. Da sind noch 3 Schlepper. Die fahren da nochmal weg. Irgendwie sagtest du gerade. CFP, HM, 124. Ja, die Jungs, die den Trecker da vorne haben, die sollen das wohl wissen. nichtsdestotrotz. Wir müssen ja irgendwie uns auf was verständigen und so wie ich hier in die Gesichter reingucke, wäre es ganz schön, wenn man uns Freitag, wenn Sie jetzt mit den anderen Lebensmittel-Einzelhändlern auch mal sprechen, mit denen, die dieses Papier, diesen Brandbrief an Frau Klöckner auch gemacht haben, dass Frau Klöckner, dass wir informiert werden, was jetzt Sache ist, was die Vorschläge vom LEH sind. Und das würden wir ganz gerne bis Freitag, das kann man ja auch am einfachsten irgendwie in der Tagesschau runterbringen, dass wir da irgendwo informiert werden. Das tut mir leid. Wir sind seit einem Jahr auf der Straße und man muss sich auch ganz klar im Vordergrund stellen, wir haben seit 30 Jahren die gleichen
Preisen. Und das geht leider nicht mehr. Also da muss ich auch wirklich sagen, das geht nicht. Wir können nicht. Auf jeden Fall. Angela Merkel! Auf jeden Fall kann das so nicht weitergehen. Das, also da kann man auch nicht. An uns ist ja die Inflation komplett vorbeigegangen. Wie soll ich das hier einem Berufskollegen erklären? Wir müssen ja jetzt auch einmal ein bisschen konstruktiv werden und mal irgendwie eine Lösung herbeiführen. Wir wollen nicht länger warten. Die Jungs sind entschlossen. Ja, ich habe es zur Kenntnis genommen und ich kann meinen Beitrag leisten, indem ich mit den Politischen, ich sage mal, dass wir zusammen reden. Mehr Einfluss habe ich am Ende auch nicht. Also Sie können nicht den Kontakt Richtung Edeka, also so wie Sie den Brandbrief auch geschrieben haben. Nein, wir haben ja auch einen Verband, einen Handelsverband. Und damit kann man ja auch mal sprechen. Das werden Sie ja auch schon bestimmt gemacht haben. Also wir wollen bis Freitag eine Antwort. Eine konkrete Antwort, wie Sie das ändern wollen, dass mehr Geld auf den Höfen kommt, dass wir nicht mehr für die Preise von vor 30 Jahren produzieren sollen. Also das, Leute, so geht das hier nicht. Ja, verstehe ich alles, aber am Ende haben wir eine politische Landschaft. Die kann man einfach nicht umgehen. Wir selber können nicht. Das ist ja auch kein Problem. Ihr habt ja die Kontakte auch zur Bundeskanzlerin und auch zu Frau Klöckner. Aber wenn Sie uns das hier heute nicht zusagen können, dann kann ich nicht einfach sagen, Leute, jetzt fahrt nach Hause und alles ist gut. Das geht jetzt leider nicht. Also dafür haben wir zu viel in Bewegung gesetzt, dass ich mit der Antwort den Jungs jetzt sagen soll, du, ist alles schön und gut. Die Politik schiebt es auf den LEH und der LEH schiebt es auf die Politik. Und nochmal, wir sitzen dazwischen, das geht so nicht weiter. Müssen Sie drüber nachdenken. Habe ich alles zur Kenntnis genommen. Ja, meine Aufgabe ist jetzt, ich sag mal, mit dem Frau Klöckner nochmal zu reden. Ja, und mein Verbandspräsident hat schon signalisiert, dass jetzt Kontakte auch zum Steinmeier genommen werden, ja, um dieses Thema nochmal zu diskutieren. Genau, das ist auch in Ordnung, aber den Einkauf macht nicht die Politik beim Lebensmitteleinzelhandel. Den Einkauf, den macht nicht die Politik im Lebensmitteleinzelhandel. Ja, nochmal, ja. Nee, Leute, ihr seid auch Handelsmänner. Entweder bis Freitagabend oder wir bleiben. Ja, also das finde ich jetzt, nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Nochmal, ich kann euch nur versprechen, dass wir am Ende, und damit schließe ich dann auch ab, ich habe Verständnis, aber ich muss jetzt mit dem politischen Bereich, kann ich sagen, dass ich damit mit unterstützend tätig bin. Und da müssen wir mal gucken, was rauskommt. Anders kann ich momentan nicht sagen. Und mit den anderen Lebensmitteleinzelhändlern über einen Verband werden Sie damit sprechen und kriegen wir Freitag. Wie bitte? Ja, natürlich. Aber ich kann nicht jetzt. Nein, da können Sie natürlich auch keine Zusage machen. Aber ich würde ganz gerne die Zusage haben, ja, dass wir bis Freitag 2015 irgendwie in der Tagesschau darüber informiert wird, wie wir in Zukunft weitermachen sollen, dass die Preise nicht wie vor 30 Jahren bleiben. Und wir wollen auch keine politischen Subventionen. Absolut nicht. Es tut mir leid. Es muss über den Lebensmitteleinzelhandel gesteuert werden und nicht über die Politik. Wir stehen hier nicht wegen Subventionen. Und ich spreche für alle, Subventionen wollen wir alle nicht haben, weil wir subventionieren den Verbraucher. Und dann schauen wir, was wir am Freitag hinkriegen. Also, haben wir die Zusage von Ihnen oder nicht? Eine verbindliche Zusage. Wir brauchen eine verbindliche Zusage und wir brauchen auch eine Presseerklärung. Eine schriftliche Presseerklärung, dass wir was in der Hand haben. Sonst kann ich das hier. Sonst, was soll ich den Leuten hier sagen? Ja, du, vielleicht gibt es da was. Mal gucken. Das glaube ich mir, was ich für Grüne kriege, dass ich heute überhaupt mit euch geredet habe. Alle entspannt bleiben. Das muss man auch ganz klipp und klar sagen. Wir finden das gut, dass Sie anrufen und mit uns sprechen. Das ist nicht selbstverständlich. Sie muss man wirklich sagen, das ist auch alles in Ordnung. Aber trotzdem wollen wir eine verbindliche Zusage davon haben. Jawohl. Und damit haben wir das jetzt zur Kenntnis gebracht.
gemacht und jetzt kann ich das tun, was ich tun kann. Und dann schauen wir, was denn. Wir werden irgendwo zusammensitzen oder miteinander, beziehungsweise Videokonferenzen machen, wenn man sich nicht persönlich sehen kann. Ja, das werde ich jetzt versuchen, dass wir es hinkriegen. Und wir kriegen eine Schrift, wir kriegen das, wir müssen das aber schriftlich heute hier haben, damit wir hier auch wegfahren. Genau. Was heißt schriftlich? Die Zusage, dass Sie was machen. Und wie Sie es machen, das müssen Sie schriftlich festhalten. Ich kriege die Zusage von mir, dass ich aktiv werde, dass Sie am Freitag 2015 in der Tagesschau, dass da was bekannt gegeben wird. Wir sind ganz gespannt. Das liegt ja nicht in meiner Ermessenschaft. Genau, und das können Sie dann schriftlich zu Herrn Otten mailen, so dass wir auch das für unsere Land wieder haben. Jawohl! Wenn ich euch mal Kopf nehme, dann halte ich das auf. Nein. Ja, ich will Ihnen da wohl glauben, definitiv, aber das ist hier, wir haben hier viele Landwirte und wir wollen es schriftlich haben. Ich spreche ja für die Landwirte hier vor Ort und die haben gefordert, dass wir das schriftlich haben sollen. Ich habe euch mein Wort gegeben und dabei bleibt es. Können Sie das denn nicht? Ich will hier auch nicht noch 5 Tage bleiben. Das ist absolut nicht mein Ziel. Ich will auch irgendwann nach Hause. Aber trotzdem, das ist doch wohl nicht so schwer, das schriftlich auf dem Blatt Papier festzuhalten und Herrn Otten das zu schreiben. Aber dann ist es doch kein Problem, das zu machen. Nein. Es ist schade. Ich muss ganz persönlich sagen, ich fand das Gespräch sehr konstruktiv und das ging in die richtige Richtung. Aber dass es jetzt an dem Schriftstück hapern soll, das finde ich jetzt ein bisschen, finde ich nicht gut. Ich verliege auf bestimmten Zwängen. Ja, und jetzt bei diesem schönen Meinungsaustausch, meine ich, dass wir unter Männern auch mal was der Handschlag machen können, ohne dass man schriftlich macht. Richtig, aber per Handschlag, per Handschlag bin ich voll bei Ihnen, aber das geht ja in der aktuellen Zeit nicht. Ich bin zwar noch jung, aber ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Der Handschlag macht uns immer so schön über. Der Schweinehaken ist grundsätzlich per Handschlag ein Geschäft gemacht. Ja. Aber Entschuldigung, per Handschlag funktioniert nur, wenn man sich in die Augen guckt. Jawohl! Halten Sie das bitte schriftlich, halten Sie uns bitte das für uns schriftlich fest. Wir warten auf Herrn Otten, dass der uns was gibt und dann kriegen wir das alles geregelt. Und dann könnt ihr eure Arbeit so wieder nachgehen, dann sollte das wohl funktionieren. Da gebe ich jetzt auch mein Wort für, dass wenn wir was Schriftliches von euch bekommen und das zugesagt wird, was wir hier gerade besprochen haben, dass dann werden wir das hier vernünftig verlassen. Wir werden auch die Straße einmal abwägen, dass das vernünftig hier und sauber verlassen wird, weil wir sind auch Leute mit Anstand. Bravo! Ja, perfekt. Ich danke. Jo, okay, tschüss. Tschüss, danke fürs Gespräch. Wir warten. Gesprochen. Ja, weil wir nicht miteinander sprechen können aus kartellrechtlichen Gründen. Wir haben ja das Problem des Kartellrechts. Ja, wenn wir morgen. Nee, ich meine Herr Seehofer, der hat ja mit Ihnen auch gesprochen. Und warum hat er denn nicht mit Aldi auch gesprochen? Ist ja gar kein Problem. Das ist eine gute Frage. Ja, und das ist ja mein Problem. Wenn wir heute ein Signal setzen, und ich mache ein zweites Beispiel, damit das vielleicht richtig verstehen. Ja, wir waren die Ersten. Die Fairtrade-Bananen und die Bananen von den Bauern, wo auch immer in Kolumbien und wo die Bananen überall herkommen, wo wir die Billig-Banane aus dem Sortiment
Wir haben 10% Umsatz verloren. Ja, ich sag mal, Fair Trade. Wir stehen hier auch ja Fair Trade für die heimische Landwirtschaft. Da sollte man vielleicht mal erstmal mit anfangen, bevor man. Ich meine, Bananen werden wir hier nicht anbauen können. Ich meine, vielleicht irgendwann, aber. Ich will euch nochmal was deutlich machen. Auf Bananen am Platz. Ich bin ja vom Grundsatz her nicht gegen euch. Ja, aber wenn wir was bewegen wollen und dann. Ja, dann schlagen Sie uns aktiv mal was vor, was man ändern kann. Damit auch wieder Geld auch kurzfristig zu den Höfen kommt. Weil das ist ganz wichtig, dass wir auch heute mal ein Signal setzen, damit die Landwirte, wenn wir hier wegfahren, auch sagen, alles klar, wir werden uns das angucken, was passiert. Nochmal, wenn wir was erreichen wollen, können wir nur politisch was erreichen. Wir selber können in bestimmten Dingen nichts tun. Und wenn wir was erreichen wollen, das ist meine Botschaft, ja, und dann müsst ihr gegen alle vorgehen, nur dann kommt Druck auf. Und dann wird es auch ein Politikum, ja, wo sich was nicht bewegen lässt. Wenn ihr den Einzelnen an die Wand nagelt, jetzt wie uns, da werdet ihr nicht so viel erreichen. Das ist meine Botschaft. Das ist meine Botschaft. Ich bin ja nicht hier für euch, aber dann helft mir doch bitte, ja, dass ich meine politischen Einfluss geltend machen kann, ja, dass die anderen mit ins Boot genommen werden bei den Protesten. Dann können wir am Ende etwas schneller erreichen, als wenn wir nur gegen einen vorgehen. Das ist meine Botschaft. Ja, wir haben hier nochmal jemanden, der was mal sagen möchte. Ja, okay. Ja, guten Tag, Stolle, mein Name. Ist das schon, ich bin etwas später gekommen. Sie sagen ja Kartellrecht und diese ganzen Geschichten und wir sollen an alle rangehen. Also wir stehen hier stellvertretend bei Ihnen ja, für die anderen LEHs auch. Das ist einfach so, wir stehen, das ist ja nicht allein auf die Dill-Geschichte. Lassen Sie mich mal bitte ausreden. Dann kann ich euch sagen, mach doch weiter. Lassen Sie mich mal bitte ausreden. So, und ist das schon über den Brief mal? Sie reden von Kartellrecht. Sie haben es geschafft, dass die 4-5 Großen gemeinsam einen Brief verfassen können und sich darüber beschweren. Ich meine, für Frau Klöckner müssen wir nicht unbedingt in Schutz nehmen, gerade wir Landwirte in vielen Dingen nicht. Aber Sie haben es gemeinsam geschafft, sich darüber zu beschweren, dass die Praktiken, die Sie da anspricht, dass das nicht in Ordnung ist oder dass Sie sich darüber auf gut Deutsch gemobbt fühlen. Wir möchten fordern auch einfach mal, weil wir brauchen das Geld auf die Höfe jetzt irgendwann, dass Sie sich alle 4 oder 5 Mal zusammensetzen und versuchen, über Partei und Politik Geschwafel hinweg Geld auf die Höfe zu bekommen. Das ist das Wichtigste für uns. Deswegen sind wir hier. Und da möchten wir auch mal einen Vorschlag. Und da möchten wir von Ihnen einen Vorschlag haben. Ganz konkret. Wie wir Geld auf die Höfe bekommen. Wenn wir auf die Politik können wir uns nicht verlassen. Da werden Kompetenzen hin und her geschoben und das wollen wir nicht mehr. Wir kommen zwischen diesen Rädern, kommen wir unter als Landwirte, als normale Landwirte. Wir waren bei den Schlachthöfen, da wurde uns dann unter der Hand erzählt, ja, wir können auch nicht und der Nächste und ihr vom LEH schiebt die Schuld von einem auf den anderen und man hört immer, Aldi ist auch schuld. Aldi kriegt auch genauso, stehen wir stellvertretend hier bei euch, Aldi muss sich genauso am Riemen reißen, sonst fahren die Bauern da auch irgendwann hin. Ganz normale Geschichte. Und bei Edeka waren wir auch schon, da haben wir Gespräche. Wir wollen konkrete Tipps haben, wie jetzt kurzfristig Geld auf Höhe kommt. Und da ihr ja alle zusammen einen E-Mail-Account habt, ihr kennt euch ja mittlerweile alle, die da unterschrieben haben, dann wollen wir auch, dass ihr gemeinsam jetzt dafür sorgt, dass Geld auf die Höhe kommt. Ja. Jetzt frage ich euch mal, wer hat denn von seinem Status her in einem Unternehmen mit euch gesprochen? Hat der oberste Aldi-Sprecher mit euch gesprochen? Von Edeka, wie heißt der Möll, der den Brandbrief mit unterschrieben hat? Der Moser, der oberste Chef, genau. Mit dem habe ich persönlich am Telefon gesprochen und mit dem haben wir spätestens bis zum 15. Dezember haben wir einen Termin mit ihm in der Zentrale in Hamburg. So, Sie sind nicht der Einzige, der mit den Landwirten redet. Und Sie müssen jetzt gemeinsam sehen, dass Sie da mal Lösungen für uns rankriegen. Aber da bemühen wir uns ja auch darum. Und nochmal, und am Ende des Tages kann ich sagen, wenn wir es ermöglichen in hier einer Form, ja, dass wir zusammenkommen, es war ja auch mal angedacht, dass wir, ich sag mal, einen Preis
Schweinefleisch bezahlen, um damit die Strukturkosten, ich sag mal, der Landwirte zu verbessern durch diese Auflagen, die permanent von der Regierung kommen. Da haben wir ja auch mal drüber gedacht. Ja, da beschließen wir uns auch gar nicht. Aber hören Sie noch mal ganz kurz. Ja, okay. Sie fordern alle. Die Politik fordert für uns deutsche Landwirte immer höhere Auflagen. Immer höhere Auflagen. Ja. Die einzelnen LEHs fahren auch ihre Programme, wo sie besondere Tierhaltungsverordnungen, besondere Kennzeichnungen, irgendwas immer fordern. Wer das immer fordert, der muss auch das Portemonnaie aufmachen und das auch so, dass für die Landwirte Geld ankommt auf die Höfe. Man kann immer sagen, wir sind am Dialog und wir sind hier und da. Ganz ehrlich, da haben wir alle den Boden von voll. Von diesen ganzen Gesprächsbereitschaften, wir brauchen jetzt kurzfristige Ziele. Sie gehen auch nicht 8, 9 oder 10 Monate zur Arbeit, stehen jeden Morgen auf und mit der Gewissheit, dass sie Geld verbrennen. Das muss keiner machen. Das machen die Landwirte momentan. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie lange wir das durchhalten sollen, diese ganze Geschichte. Kein Mensch geht umsonst zur Arbeit. Die Bauern hier, wir müssen zur Bank gehen, damit das tägliche Leben weitergeht. Und Sie erzählen uns was, Sie sind zum Dialog bereit. Das ist auch ganz toll, das müssen wir. Sie müssen sich jetzt einfach mal Gedanken darüber machen, wie wir Geld auf die Höfe bekommen. Und Vorschläge. Ja, und da bin ich dabei, deswegen spreche ich ja mit euch und von allen Dingen. Ich habe jetzt mit der Gedrückner heute Morgen gesprochen, bevor ich hier jetzt telefoniert habe. Ja, so. Und jetzt mit der Merkel gesprochen, jetzt müssen wir uns nochmal zusammensetzen und die Situation, ich sag mal, mit Steinmeier und wer alles damit zu tun hat, ja, ich sag mal, diskutieren, wie kriegen wir die Kuh vom Mais? Ja, da bin ich derjenige, der, ich sag mal, euch unterstützt. Also wichtig ist uns einfach, damit das auch ganz klar bei euch ankommt, ihr habt ja die Kontakte Richtung Lidl, Rewe und Edeka und Aldi, ganz klar auch Aldi, dass ihr euch die Köpfe zusammensteckt diese Woche. Und ich würde mal sagen, spätestens Montag muss mal eine Lösung auf den Tisch, weil wir werden das nicht mehr länger so hinnehmen. Man muss ja auch ganz klar, Sie kriegen das ja auch mit, was hier in Kloppenburg los ist und was bundesweit los ist. Und ich glaube, da ist kein Landwirt scharf drauf, noch sein ganzes Leben mit Demonstrationen zu verbringen und dann nachher trotzdem den Hof zu verpachten oder zu verkaufen. Das glaube ich, da tun wir uns alle keinen Gefallen mit. Und ihr müsst doch mal, ich weiß ja nicht, wie das bei euch im Konzern ist. Vielleicht können Sie auch mal aus dem Nähkästchen mal ein bisschen plaudern. Wollt ihr die deutsche Landwirtschaft noch, ja oder nein? Natürlich. Ja. Ja, aber natürlich. Hallo, wir sind in 34 Ländern vertreten. Genau. Ja, so, in 34 Ländern. Aber dann muss man ja auch mal, da muss man ja auch mal drauf achten, dass man auf Augenhöhe mit seinen Erzeugern auch verhandelt und auch die auf Augenhöhe, ihr habt nun mal eine Monopolstellung. Das Monopol kann man, wenn man das im Duden